Comandante. Saludo. Das Medieninteresse ist gewaltig. Auftaktbilder eines denkwürdigen Ortstermins. Erstmals kehrt Francesco Schettino, Unglückskapitän der havarierten Costa Concordia, an Bord des vor der Küste der italienischen Insel Giglio gekenterten Schiffes zurück. Das Gericht hatte einem Antrag von Schettinos Verteidigung stattgegeben. Gemeinsam mit Experten konnte der Kapitän daraufhin am Mittag das Schiff betreten. Bereits Ende Januar hatten Richter, Staatsanwälte und Gutachter das Wrack ein erstes Mal untersucht. Nun sollen die Notfallgeneratoren des Schiffes genauer überprüft werden. Schettinos Anwalt hatte das Vorhaben seines Mandanten im Vorfeld vehement verteidigt. Das ist natürlich ein besonderer Moment für den Kapitän. Wie Sie sich vorstellen können, ist es emotional sehr hart, nach 2 Jahren nach Giglio zurückzukehren und der Realität ins Auge zu blicken. Deshalb müssen wir alle anerkennen, dass Schettino sehr mutig ist. Beim Unglück der Costa Concordia im Januar 2012 waren insgesamt 32 Menschen ums Leben gekommen, darunter auch 12 Deutsche. Schettino muss sich wegen mehrfacher fahrlässiger Tötung vor Gericht verantworten. Er hatte das Schiff in einem Rettungsboot verlassen, obwohl sich noch Menschen an Bord befanden. Nach einem aufwendigen Manöver war das Wrack im September 2013 aufgerichtet worden. Mitte dieses Jahres soll es nun zur Verschrottung abtransportiert werden.